Moin YouTube, na ihr, wie läuft's? Ich habe ja vorhin im anderen Video schon angekündigt, oder gestern, ich habe keine Ahnung, dass wir die Season-Sache vom Schlechter fertig machen wollen. Das ist gar nicht mehr so viel. Wir haben noch Tüte Ragnarod, du hast die Flügel schön und mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem Kopf durch die Wand würde ich sagen, fangen wir an. Innerhalb von 7 Minuten ein normales Nephilim-Portal auf Q7 machen. Dafür muss ich ganz kurz ausloggen, um die Dings hochzumachen. Ich bin ja noch in Qual 5. Wenn wir eben gerade schon das Ganze in Q8, ne, war kurz vor Q8 geschafft haben, dann werden wir das Ganze jetzt ja in Q7 auch schaffen. Das wird ja kein Problem sein. Starten wir den Kram mal. Und dann auf geht's, ne? Wer sich übrigens fragt, was das für Flügel sind, das sind die Flügel von Illidan aus der Deluxe Edition von Warcraft. Ja, aus Warcraft. Ich habe mir die Collector's Edition geholt von Legion vorbestellt und da sind die drinne. Die werden sofort halt angezeigt unten in diesem Sammlungsding und dann könnt ihr die da sofort ziehen. So, wir machen mal ein normales Nephilim-Portal, habe ich gehört. Auf geht's, zack, und das unter 7 Minuten bitte. Das sollte jetzt eigentlich, sehr gut laufen, ansonsten cutte ich den Shit. Ab vor den Feinden der Nephilim, dann geht's hier lang. Alles klar, müssen ein bisschen chillen, ein bisschen durchstarten. Wir haben nicht erst lange solche kleinen. Oh shit, wir haben Kack. Was ist Gegner? Kack. Fliegen. Ich hasse Fliegen. Fliegen sind zu kacken. Komisch, das ist doch ein Pack. Das sehe ich jetzt schon. Komm zurück, der Pack. Fliegen sind halt so ganz komisch. Macht ihr nicht. Schnell hier durch, burn. Da ist ein Pack, das habe ich vergessen. Hallo, ihr, was geht bei euch? Hey, kommst du jetzt auch mal hier? Kommt doch hier rein, ihr Vögel. Geht doch. Kann nicht lange um irgendwelchen Loot kümmern, sondern einfach durchbratzen. Und vielleicht immer. Haben wir noch eins hier irgendwo? Ganz auf die Schnelle? Nein. Das sind übrigens die neuen Gegner aus dem neuen Gebiet. Ja, neu. Aber ja. Oh ja, am schon soll ich vielleicht mitnehmen. Oder? Vielleicht sollten wir die Armschiene mal mitnehmen. Wir gehen hier oben einfach mal raus. Ich hoffe, hier oben ist es aus. Wenn ich das ist hier oben einfach nur eine Sackgasse. Aber es sieht ganz gut aus. Dass es hier oben weitergeht, ja, das ist ja ausgegangen. Ich habe mal zum Merkwürdig. Ich finde die Flügel extrem schick. Ich habe damals die Kerrigan Special Edition von StarCraft verpeilt. Da waren ja auch Flügel drin. Und die waren auch so extrem awesome, sind auch so riesig. Aber ich bin noch kein StarCraft-Spieler, von daher habe ich da auch gar nicht drauf geachtet. Ich habe dann erst später bei einem YouTuber, bei Palatine habe ich dann gesehen, ohne Box, dass es da auch Flügel drin gab und ich habe mich dann so geärgert, dass ich dafür kein Geld ausgegeben habe. Aber ist auch egal, vielleicht kann ich das auch nachholen, ich weiß nicht, aber es ist halt, da ich kein StarCraft spiele, auch ein bisschen schade. Aber ich habe jetzt ja die Illidan-Flügel, die sind mindestens genauso schick. Wir brauchen Gegner, Mann, wir brauchen Gegner und keine Zombies, wir brauchen richtige Gegner. Schleppt ihr auch alle in den ganzen Kackdingern da unten. Zack. Sind ja schon eigentlich gar nicht so schlecht. Brauchen nur ein paar Pillar vielleicht. Oder vielleicht einfach nur ein paar Gegner. Das ist auch schon ein Ende. Also, ne? Bosse und so. Also nicht Bosse. Ich meine halt Elite. Elite. Da, Elite. Get wrecked. Brauch dich. Stirb. Geht doch. Gib mir deine Arten des Todes. Ja, vielleicht habt ihr sogar Tipps und Tricks für mich, wie ich das hier verbessern kann. Vom Gearset her noch. Ich weiß, theoretisch brauche ich. Wo ist denn so ein scheiß Goblin? Den würde ich schon ganz gerne haben. Get wrecked. Wegen dem. Na, die Gürtel ist nicht so wichtig, aber die Diamanten sind immer nicht schlecht. Alter, wir haben bisher nur ein Pack in diesem ganzen. Da meckere ich gerade rum. Da ist eins. Das war nicht das gesamte Pack, wo ist der Rest davon? Oder was war das gesamte Pack? Alles klar, dann schnell weg. Ja, hier oben ist natürlich nichts. Natürlich ist hier oben ein Sack, also warum renne ich überhaupt erst lang? Ja, wie gesagt, verhebt euch vielleicht bei Tipps und Tricks, Spielweisenverbesserungen, vielleicht aber auch einfach Verbesserungen vom Gear. Das ist bei mir ein bisschen schwierig, ich sehe das halt immer nicht sofort. Ich denke mir teilweise immer bei solchen Sachen so, alles klar, ich bin jetzt hier, spielt sie über Tier 6 und. Was können wir noch verbessern, so auf langwierig gesehen?
Halt nicht lang schnacken, einfach durchrennen hier. Auf jeden Fall weiter Paragon leveln, wie wahnsinnig jetzt solche Sachen zum Beispiel komme ich da nicht durch. Wenn ich keinen Schlitzen hätte. Also ich weiß, dass ich theoretisch Schlitzen rausnehmen könnte und dafür noch ein anderes Kram reintun könnte. Das Problem ist halt, da ist irgendein Goblin. Ich mag's gar nicht, mag's, Goblins wegzubursten. Das Problem ist, das ist teilweise nicht Raffe, das ist halt nur einfacher. Hätte auch ein Ding sein können, da ist er. Bleib stehen. Diese Blutsteingoblin brauche ich immer. Also ich brauche diese Blutdinger. Und ich hätte ganz gerne tatsächlich sehr. Ach, guck mal, das ist doch nice. Sowas brauchen wir öfter. Habe ich gerade auf den Guck-Knopf gedrückt. Das war echt kein Reflex. Und normalerweise kriege ich immer Instant Maul, wenn ich da. Paragon Stufe 299. Ja, 229 da unten ist noch nichts. Gib mir das. Das ist definitiv nicht unter 7 Minuten, oder? Es zieht sich so, weil ich echt fucking keinen Luck habe mit diesen Scheiß-Dingern. Wenn ich mich kenne, wird das knapp über 7 Minuten werden. Vor allem geben wir ein bisschen Gas. Aber das ist, wenn sowas hier passiert, ist das auch kacke. Ja los, Dreck halt. Geht doch. Verdammt, falsche Richtung. Ja, yeah, ein würdiges Opfer. Komm her, bleib doch stehen. Natürlich hat der da noch Schutz, Alter. Komm, stopp. Right here, right there. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Da unten ist noch ein Pack. Hier ist Pack Time. Oh, oh. Ich hab nichts ready. Vertraut tatsächlich auf diese 6 Sekunden Taktik. Schalala, wir müssen hier mal kurz durch, wir haben noch keine Zeit, schalala. Ja, Legendary. Da holen wir zurück. Und wir nach vorne. Hm. Ich weiß, dass normale Mobs auch Loot-Bringer schon diese Zeitspanne bringen, aber es ist nicht so hart wie die da. Zumal, dann geht die doch noch raus zu dieser Ecke. Fuck you, ey. Warum lass ich schon mal durch? Ich finde diese Dinger spreaden ein bisschen weit, teilweise meines Wissens, ne? Na los, get wrecked. Irgendwelche Standardviecher laufen jetzt hier noch kurz. Wo ist denn der? Da. Halb stehen! Fuck! Geil, mein ganzer Kram hat Abklingzeit. Go on, 6 Sekunden Zeit, da. Wupp, 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 wupp. Ja, wenn tatsächlich drinnen stehen bleibt, ist alles cool. Einmal kurz porten, bitte. Und ich hoffe, das waren 7 Minuten. Wenn nicht, habe ich ein bisschen gefickt. Das ist jetzt doof. Das war aber auch echt langwierig. Es haben keine Viecher, kein Nix, kein gar nichts. Waren das jetzt unter 7? Nein, natürlich nicht. Fuck. Oder zählt das erst, nachdem das Portal wirklich zu ist? Kann man das eigentlich irgendwo einsehen, wie schnell man Portale durchgerusht hat? Das war jetzt aber echt doof, weil... Hallo halt, okay. Strafen erhält den Effekt jeder Rune. Okay, nicht schlecht. Take it. Ist das hier? Schildschuss, ich glaube, die habe ich schon. Das ist nicht so cool. Dann würde ich sagen, cut ich den Kram noch zusammen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder komm, wir machen erstmal den anderen Kram. Ist doch eine 7, ne? Ja, ist eine 7. Maximalstufe, Rackernot töten. Rackernot ist in Q4 und ist wo? Da. Ist gerade ein Daily. Dann machen wir das noch. Das kriegen wir doch hin. Und dann cut ich nachher so ein bisschen meine Fails, eventuellen Runs, und hier renne ich jetzt einfach nur durch, ist mir egal. Wenigstens Antrieb, das zu tun. So, hier sollte ich jetzt schon durch.
Sollte ich vielleicht doch nicht durch. Wo geht's denn lang? Ich hasse diese Ecke. Also ich mag den vierten Akt sehr, sehr gerne. Ich hoffe auch mal, dass mal ein neuer Akt kommt. Also ich hoffe mal auf ein Add-on in vielleicht zur Season 6 oder so. 7, 8 vielleicht. Keine Ahnung. Ja, und ich ignoriere jetzt gerade bewusst alles. Was ist das hier? Raserei? Ne, ist auch egal. Auf geht's. Rackernot. Rackernot ist doch, ja, ich weiß nicht, wie viel das ist. Alles klar, hallo, was geht bei dir, Bro? Stirb. Ja, porte dich weg in den letzten Sekunden deines Lebens. Genau, alles cool. Wupp, wupp, Atem des Todes, immerhin. Ey, meine Spaß. So hört man das schon mal ready. Immer noch nicht? Was? Bin ich doof? Doch, da, ne? Naja. Du hast die Flügelschienen, machen jetzt auch noch. Das ist Aya. Ist das Aya? Ja. Ach, ich mag Aya nicht. Aya ist so komisch. Töte. Ist Adria oder die andere? Warte mal, stopp. Adria. Ja, die andere hat keine Flügel. Doch, die ist auch, hat auch Flügel. Da, Adria. Töten Sie bitte Adria. Und dann fehlt tatsächlich nur noch. Das ist eine beschissene 7-Minuten-Regel. Oder ist die jetzt auch schon ready? Nee, da mit dem Kopf durch die Wand. Innerhalb von 7 Minuten auf dem Schwierigkeitsgrad Qual 7 oder höher. Wir sind auf Qual 7. Das Problem ist halt, dass echt gerade zwar viel los war in den Dungeons, aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, hey, der kommt jetzt ein Pack nach dem anderen, was halt extrem geil gewesen wäre. Das wäre, da hätten wir es ohne Probleme geschafft. Aber wenn das so einfach wäre, könnte es ja jeder machen, ne? Also das, ich glaube schon, dass das jeder machen kann. Wo zum Fick geht's denn jetzt hier schon wieder? Sag mal, ich muss einfach das komplette Ding hier laufen. Geil, der Fall zeigt ja irgendwo unten an. Oh shit. Dann geh doch einfach hier durch. Mann, Mann, Mann. Ich finde den Effekt der Rune toll. Der Rune sei schon der 96 getötet. Ich hab rechts gemacht. Ich laufe nur durch. Diese 6-Sekunden-Regel ist der Shit. Das ist einfach unglaublich. Ich hoffe, dass wir Adria jetzt einfach schnell wegbursten können, ohne dass wir da lange Probleme bekommen. Handy, es geht bei dir. Ich glaube mal, dass sie ein paar Probleme bekommen, weil sie hat ja so ein paar spezielle Momente, sagen wir mal so. Pushen wir einfach mal ein bisschen hart und dann gehen wir hier schon durch. Darf man nicht in so scheiß Pfützen reinlaufen? Ja, ich bin gestorben. Fuck. Scheiße. Ah, kacke. Okay, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, Adria stirbt nicht sofort. Die Weste, wenn wir Schlitzen noch ausmachen. Was haben wir denn dafür noch? Das können wir noch reinpacken. Wir können akkurat mit einem verschlitzen. Was ist denn das Höhe? Abklingzeit. Okay, auf geht's. Dann würde ich sagen, schmeißen wir einfach mal akkurat an. Mittendrin im Falt und auf geht's. Ups, das ist einfach zu früh. Schon ist das doch.
Ich will immer Dings drücken. Jetzt hat's geklappt. Ich will immer, das ist das, was ich nicht mag, wenn ich da eine andere Fähigkeit drauf habe. Ich will immer drücken zum Kämpfen, zum Angriffen. Angreifen. Das funktioniert dann ja nicht so wirklich. Genau, Sklave hebt meine Sachen auf. Great, ich würde sagen, ich pop mich mal eine Runde. Und ich würde jetzt noch das Ding machen, das Portal machen. Und ich schneide euch das dann rein, was ich fertig geschafft habe. Also wenn ich es geschafft habe, das Portal cutte ich euch rein. Alright. Dann räume ich ihn nur kurz auf. So, hier nachher. Aber ich muss Akkurat hier wieder rausnehmen, weil sonst funktioniert das nicht. Ich könnte dafür halt auch irgendwie das Pferd drauf machen, so. Nehmen wir einfach das. Who cares? Dann auf geht's mit dem nevollen Portal. Schalala. 7 Minuten, Bitch. Let's do this. Ist jetzt 22.46 Uhr. Auf geht's. Viel Erfolg, Nephilim. Ich bräuchte direkt so ein paar Trash-Gruppen nicht. Ich bräuchte eigentlich direkt so keine solchen Gegner, sondern. Oh, sondern direkt irgendwie. Da ist ein Pack. Yay, Pack. Whoop. Das geht ab, Pack. Are you ready to dance on the. Oh, Scheiße, ey. Wie wär's denn mal mit. Nicht jetzt mit den Gegnern und Leuten, die nicht. Mich sofort killen können. Und warum ist hier unten schon wieder eigentlich eine fucking Sackgasse? Ich höre jetzt auf, Items aufzuheben. Also, wenn es nicht gerade Legendary ist. Dann hebe ich es auf. Also, wenn es Legendary ist. Sorry. Was habe ich gerade gesagt? Also, ich habe gesagt, wenn es Legendary ist, hebe ich es auf. Das ist korrekt. Okay, hallo. Runde der Reflexion. Warum ist denn überall hier eine fucking Sackgasse? Ich hasse das dagegen. Kann ich nicht einfach nur ein Schloss haben oder diesen scheiß Knast, wo ich einfach nur Gänge runterlaufen kann und alles finde? Das wäre extrem cool. This was grind my gears. Ich hätte ganz gern First World Diablo Player Problems. Zu wenig Mobs. Stirb. Bitte verrecken, danke. Sind mein Nahkämpfer 1000 mal lieber. Ja, yeah, Speed Boost ist schon mal extrem nice, um es kein Lied wegzulegen. Dann kann ich links durch, müssen wir es durchlaufen. Hallo, ja, wow. Ja, natürlich ist hier unten eine Sackgasse. Warum auch nicht? Ich werde auch das hier ist wieder eine Sackgasse. Obwohl, diesmal. Einmal raus. Wir sind schon in der Hälfte. Und wir sind schon über 2 Minuten. Sowas ist genau das, was wir jetzt brauchen bei so einem Run. Und das ist noch viel, viel mehr das, was wir brauchen bei so einem Run. Oh shit, und das ist nicht das, was wir brauchen bei so einem Run. Ich weiß, ich habe jetzt hier haufenweise Atem des Todes und so ein Shit liegen.
Hallo, das ist ein sehr, sehr guter Run. Also zum sehr, sehr gute Geschichte, dass hier haufenweise Vier rumgammeln, die alle Elite sind. Da haben wir schon ein bisschen nur auf Sackgassen. Es ist dasselbe Dungeon, nur einmal rückwärts. Ah, yeah. Hallo. How are you doing? Dann bräuchte ich eigentlich nochmal dieses 100% mit dem Bonus, wenn du stillstehst, weil ich stehe halt still, da ich nicht angreife. Ups. Truhe? Ja. Truhe ist eigentlich egal. Hey, große Truhe, die ist nicht so egal. Jetzt sind trotzdem immer ganz kurz durch, da ist nichts Besonderes gedroppt. Lass mich raten, hier drüben ist ja eine Sackgasse. Noch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Pack, das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist auch schon tot. Ups. Doch nicht so Sackgasse, wie ich gedacht habe. Hier ist die Sackgasse. Ich hab sie doch erraten. Sackgassenhausen, Juden. Ja, ist schon so ein Ding. Ja, ist klar. Go, 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 go. Wir haben noch keine Zeit. Kommen die kurz weg von hier mit dem. Zumindest ein bisschen Zeit mitnehmen, was da ist. Zack. Selbe jetzt hier auch nochmal. Go, go, go. Gleich zwei, drei Energy-Packs hintereinander. Auf geht's. Scheiße, es ist schon wieder so einer, der so leer ist. Fuck. Nicht wegfielen. Das ist noch ein Dolch. Komm, go for it. Das Zeug holen wir uns gleich. Bord direkt. Hallo? Sag mal, dass ich jetzt hier nicht unterbrochen werde. Danke. Ich dachte, ich wäre schon längst weg. Hallo, Oric, bitte. War das innerhalb von 7 Minuten? Ja, müsste eigentlich, oder? Yeah, wenn du Kopf durch die Wand, 9 von 9 Zielen. Sie haben schlecht abgeschlossen. Und dadurch habe ich jetzt einen Champion. Okay. Okay. Quäl dich, du Sau. 6 Minuten. Auf Qual 9 oder höher. Stufe 35 mit Edelstein. Ja, warum auch nicht? Belohnung Porträtrahmen. Wie sah der Porträtrahmen gerade aus, das wir gerade jetzt bekommen haben? Wo ist der denn? Das ist der dann da, ne? Dann nehmen wir doch den gleich. Das ist der aktuelle, das ist der große. Ja, finde ich gut. Ich gehe nochmal ganz kurz in das Ding rein, bevor ich hier zugehe. Dann kann ich die beiden Legendaries mitnehmen. Das habe ich gerade fast verpasst. Da kurz, hey, kurz greifen. Zack, zack, zack. Ja, alles klar. Gott, hat euch ein Dolch abgegriffen. Und was war das noch? Ach ja, Splitter. Was ist für ein Dolch? Der ist hässlich, das weiß ich jetzt schon, aber trotzdem die Frage, was ist für ein Dolch? Ja, Schweinemörder-Dolch. Finde ich lustig. 90% Schaden gegen Humanoide, 24% Schaden gegen Tiere. Quick. Quicken. Yo! Also, lasst mir ruhig ein Like da, wenn ihr Bock habt. Sonst halt nicht, Pech. Ansonsten gerne konstruktive Kritik oder aber einfach nur eure Meinung in die Comments hauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Cheerio und haut rein. Macht's gut.